Sie sollten sich lieber anschnallen. Die Uhr tickt. Ich bin beeindruckt. Herzlich willkommen. Ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin. Wir stehen hier gerade in Berlin am Schwarzen Teppich zur Premiere von Atomic Blonde, der tatsächlich auch in Berlin spielt. Heute Abend werden hier die Darsteller Charlize Theron, Sophia Boutella und Til Schweiger erwartet. Und wir gucken mal, wen wir noch so vor die Kamera bekommen. Aber erstmal zeigen wir euch, worum es in dem Film überhaupt geht. Im November 1989 soll die britische Spionin Lorraine Broughton in Berlin eine gestohlene Liste mit den Identitäten von internationalen Agenten wieder beschaffen. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft wird sie von KGB-Handlangern angegriffen und bekommt es mit einer französischen Agentin zu tun. Sie hatten Kontakt mit der französischen Agentin. Offensichtlich. Scheiße auch, ich glaube, ich liebe dich. Was du nicht sagst. Würden Sie sagen, dass starke Frauenrollen im Kino unterrepräsentiert sind? Ja, ist ja gerade so eine Diskussion im Gange von Frau Furtwängler. Ich kann die eigentlich nicht sagen. Also natürlich ist das eine Männerdomäne, logischerweise. Aber ich glaube, hier der Film wird vielleicht auch mal einen Durchbruch bringen, dass eben auch starke Frauen Actionfilme spielen können. Und vor allen Dingen haben sie eine Schauspielerin, die Hauptdarstellerin. Ich habe nur den Trailer gesehen, das sah schon gut aus. Klar, Frauen sind unterbesetzt, was sowohl den Regieposten angeht, was aber auch die Rollen angeht, von der Größe her in Filmen. Es gibt ja auch Studien darüber, wie viele Sätze Frauen in Filmen miteinander wechseln und ob sie nur sexualisiert werden. Dramatisches Fazit, was man daraus gezogen hat. Deswegen, ja, Frauen sind unterrepräsentiert. Dabei macht es so viel Spaß, Filme zu sehen, die von Frauen inszeniert werden, weil sie wirklich oft einen ganz anderen Blickwinkel haben und weil es vor allem einfach mal gegen das Standard-Sehgewohnheitsverhältnis was Frisches ist. Und Atomic Blonde ist genau in die Richtung und Statement. Ein solches Statement hat Hauptdarstellerin Charlize Theron schon häufiger gesetzt. Denn die 41-jährige Oscar-Preisträgerin war in den vergangenen Jahren oft als starke Frau im Actionkino zu sehen. Beispielsweise in Hancock, Snow White and the Huntsman und Mad Max Fury Road. In Atomic Blonde steht sie nun komplett im Mittelpunkt des Geschehens. How important is it to you to portray a strong female leading character in a genre that is dominated by men? I mean, I believe in my heart that we're just as capable as men in a different way. We don't want to be men, but I think as women, we're not necessarily always given our due. And so I think there was something about wanting to do this film that I was aware of that and I wanted to explore that. And what was the biggest challenge during shooting the movie? I think, you know, we made this for $30 million and we shot for 51 days and I was in every single scene and it was a lot of action and I think the endurance of it was probably the toughest. Auch Nebendarstellerin Sophia Boutella hat sich in den vergangenen Jahren mit Filmen wie Kingsman, The Secret Service, Star Trek Beyond und Die Mumie im Actionkino etabliert. In Atomic Blonde spielt sie eine französische Agentin, die eine ganz besondere Beziehung zur Hauptfigur des Films hat. How would you describe the relationship between your character Delphine and Lorraine? They have a complicated, I think, relationship because they're both tied to their jobs, and I think they both, you know, went in because not expecting what unfolded, you know, and I think feelings is what got them caught. But I think my character got in there because wanted to get in there because in that relationship because of what her mission was as a spy, and turns out she got caught with her feelings. And what do you like most about your character? I like the fact that she is, you know, attracted to the lifestyle that Berlin had to offer at the time. I like that she has that sort of young, vulnerable feel to her, and I like that she's new and excited about everything. And I enjoy playing a character who is not so much in control of what she does, but more so discovering. Wenn ein Film in Berlin spielt, dann sollten auch ein paar deutsche Schauspieler darin mitmachen. Wie zum Beispiel Til Schweiger, der in Atomic Blonde eine kleine Rolle hat. Kannst du uns kurz deinen Charakter ein bisschen erklären? Wen spielst du genau in dem Film? Den erkläre ich jetzt nicht. Ich habe 3 Drehtage, ist ein Uhrmacher. Und ich gehöre zum Team von Charlize. Ne? Aber ich gehöre nicht zu den Schauspielern, die irgendwie was sich aus den Fingern saugen, was man nicht sieht auf der Leinwand. Ne? Alles klar. Würdest du sagen, das ist wichtig, jetzt weitere starke Frauen auf die Kinoleinwand zu bringen? Also, ich sag nur, sie hat das ganz toll gemacht, Charlize. Sie lohnt sich zu sehen. Also, sie kämpft wie ein Mann.
Solche Kämpfe gehören für die meisten zu einem richtig guten Actionfilm dazu, aber auch noch viele andere Dinge. Richtig gute Action sollte A, nicht unbedingt nur CGI-lastig aussehen und wie im Computer animiert, sondern sollte das Gefühl haben, der Schlag, der trifft, der sitzt auch und der tut so weh, wie es sich anhört und wie es auch aussieht. Und genau das schafft man zum Beispiel in Atomic Blonde. Und vor allem sollten so Kampfchoreografien nie zu sehr gewollt sein. Wenn man das in eine Konstellation packt, wo man das Gefühl hat, das ist handgemacht, das ist hier wirklich eine Explosion mit einem gewissen Grad an Coolheit, dann muss ich sagen, sind die meisten Actionfilme, die diesen Mix finden, richtig schön anzusehen. Es muss halt auf jeden Fall viel mit Waffen zu tun haben. Vielleicht auch Frauen, die eine Waffe verhalten. Darauf stehe ich auch so ein bisschen. Wenn er mich noch bei der ganzen Flut von Filmen, die man heute sehen kann, wenn man dann trotzdem noch gebannt im Kino sitzt und dass er Hände bekommt. Ich bin kein Fantasy-Fan. Das lehne ich eigentlich völlig ab und deswegen freue ich mich, wenn man ein gut gemachter, handwerklich gut gemachter Actionfilm kommt, wo man noch so halbwegs nachvollziehen könnte, dass sowas passiert, was auf der Leinwand passiert. Da muss Herz dabei sein, Leidenschaft, eine Story, die ich in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen kann, glaubhafte Darsteller und vor allen Dingen, was ich gut finde, und das mag ich an Atomic Blonde so, du siehst, dass sie auch richtig aufs Maul kriegt. Das war's jetzt hier von der Weltpremiere von Atomic Blonde in Berlin. Wir freuen uns jetzt wirklich riesig auf den Film. Der startet am 24. August in den Kinos. Hey!